Wir sind hier so nah an dem Spielertunnel dran, dass man die Akteure fast noch einmal durchatmen hören kann, bevor sie es Arnold. Ihr habt es selbst gehört. Arnold Schwarzenegger ist einfach überall. Er ist nicht nur als Terminator auf der großen Kinoleinwand und als Governator auf der politischen Ebene zu sehen. Unsere Nachbarn aus Österreich haben gleich ein Fußballstadion nach ihm benannt. Und dieser großartige Fußballtempel gehört zu den 22 Arenen, die er in This is Football 2004 findet. Der jüngste Ableger der Fußballreihe von Sony ist eigentlich ganz ordentlich gelungen, hinkt aber aufgrund einiger spielerischer und technischer Fehler der starken Konkurrenz hinterher. Das eine oder andere schöne Tor könnt ihr aber trotzdem schießen. Achtung! Ein großes Problem von TIFF 2004 ist die träge Steuerung. Die Spieler reagieren oftmals ziemlich lahm auf eure Befehle. Außerdem nehmen die Spieler den Ball häufig in einer unnötig langen Animation an. Das bremst die Spieldynamik deutlich ab. Die Ballphysik geht in Ordnung, hätte aber etwas mehr Feintuning vertragen können. Der Ball ist nämlich generell eher nicht springfreudig, hüpft aber manchmal völlig unvermittelt in die Höhe. Das Passsystem funktioniert dagegen ganz gut, wie ihr an den clever kombinierenden Brasilianern im Bild sehen könnt. Nur der Steilpass in den Lauf hat uns Kopfschmerzen bereitet, denn dieser kommt entweder extrem tief oder praktisch gar nicht in den freien Raum. Ein Mittelding gibt es nicht. In dieser Situation ist es gerade noch gut gegangen. Eine große Stärke von TIFF 2004 ist der Datensatz. Dank der FIFPro-Lizenz sind knapp 18.000 Originalkicker im Spiel. Hier seht ihr David Beckham bei der täglichen Arbeit. Zusätzlich halten die umfangreichen Saison- und Karrieremodi und nicht zuletzt der Online-Modus den Fußballfan bei der Stange. Unser Fazit: TIFF 2004 belegt in der PS2-internen Fußballmeisterschaft nur den dritten Platz. FIFA 2004 und vor allem Pro Evo 3 sind deutlich besser.